Heute haben wir wieder einen Interviewpartner bzw. Gast hier in der Sendung. Ich nenne mal kurz ein paar Eckdaten. Geboren am 7. März 1985 im wunderschönen Ort Badenberg. Er lebt heute in Übach-Pallenberg in der Nähe von Geilenkirchen. Er ist gelernter Schweißer, doch arbeitete auch später nach einer Umschulung als Betreuer in einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke, in der er auch als Sterbebegleiter tätig war. Also Respekt da auch da an der Stelle. Er liebt die Bühne und die Musik, spielt auch in einer Boyband, die nennt sich BXS und nannte sich dann später Manhattan. Da hat er gesungen. Die Rede ist natürlich von Norman Langen, deutscher Schlagerstar, der durch seine Teilnahme an der TV-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2011 bekannt wurde. Ich sage einen wunderschönen guten Tag zu dir. Raus, lieber Norman. Hallo Mike, ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen. Ich freue mich auch und natürlich auch unsere Hörer. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast einen vollen Terminkalender, das weiß ich. Von daher ist es für mich eine Ehre, dich hier in der Sendung präsentieren zu können. Du hast ja schon gehört, ich hatte dich ja schon anmoderiert. Wir fangen mal von ganz vorne an. Deutschland sucht den Superstar. Da war ja so der Bekanntheitsgrad für dich von heute auf morgen bekannt. Oder besser gesagt, du wurdest da bekannt, ja? Ja, genau. Ja, nun habe ich schon gesagt, du hast vorher gelernt, hast du Schweißer, warst dann in der Umschulung später in der Pflegeeinrichtung für Demenzkranke da und der du auch als Sterbebegleiter tätig warst. Jetzt stelle ich mir das vor, Sterbebegleiter, und jetzt, wenn man dich so in der Öffentlichkeit sieht, du bist ja nett und sympathisch, so sagen es auch immer die Fans, aber wie passt das zusammen, Norman Langen und Sterbebegleiter? Ja, also es war wirklich absoluter Zufall, dass ich überhaupt in diesen Beruf reingegangen bin. Wie du schon sagtest, bin ich ja gelernter Schweißer. Und auch ich hatte das Pech, dass dann irgendwann Stellen abgebaut wurden und ich halt gucken musste, dass ich einen neuen Job finde. Und da ich nie der Typ war, der irgendwie zu Hause auf der Couch liegen bleiben konnte, habe ich mir gedacht, okay, wenn du nicht direkt einen neuen Job bekommst, machst du erstmal ein Praktikum. Und dieses Praktikum war dann durch Zufall, weil meine Mutter in dieser Einrichtung gearbeitet hatte, im Demenzhaus, hier bei uns in Übach-Pallenberg. Und ich muss sagen, ganz schnell feststellen, dass es mir absolut wahnsinnigen Spaß macht, mit demenzerkrankten Menschen zu arbeiten. Und durch Zufall bekam ich dann 3 Monate später ein Angebot, eine Umschulung zu machen zum Betreuer Demenzkranker. Und das habe ich dann gemacht und war dann in diesem Beruf tätig. Habe das wirklich mit ganz viel Herz gemacht und bin auch oftmals außerhalb meiner Dienstzeiten vor Ort gewesen, um einfach den Kontakt zu den Leuten zu halten oder um zu schauen, wie es denen geht. Und demnach lag es halt auch sehr nahe, diese Fortbildung zum Sterbebegleiter zu machen, wo man ja wirklich ganz nah am Geschehen dran ist und den Leuten wirklich helfen kann. Dies war ehrenamtlich, also im Prinzip hat sich das mit dem gedeckelt, was ich halt auch so in meiner Freizeit gemacht habe. Auch unbezahlt den Menschen irgendwie so ein bisschen eine Stütze zu sein. Hast du denn heute noch zu dieser Einrichtung Kontakt eventuell? Gibt es da so, wo du sagst, so, ich gehe die ab und zu mal besuchen, so meine ehemaligen Kollegen, gibt es das noch? Also ich muss sagen, ich war nach meiner Teilnahme bei DSDS, war ich tatsächlich noch zweimal in der Einrichtung. Beim ersten Mal ist es mir relativ schwer gefallen, aber es war noch alles im grünen Bereich. Beim zweiten Mal war es dann halt wirklich nicht mehr ganz so schön, weil halt ganz viele Bewohner mittlerweile verstorben waren. Die Kollegen, die sind teilweise auch ausgetauscht worden oder beziehungsweise sind gegangen, weil es natürlich schon ein harter Job ist, den viele oftmals gar nicht durchhalten. Und von daher war es dann so verfremdet, dass ich dann gesagt habe, okay, das musst du dir selber nicht mehr antun. Und von daher habe ich mich dann da ein bisschen distanziert. Aber wie gesagt, die ersten beiden Male, die waren für mich noch ganz okay, aber als ich dann merkte, es sind jetzt kaum noch Bewohner da, die du ja auch betreut hast irgendwann, bin ich dann eingeklickt und hab's gelassen. Du hast es gerade gesagt, Deutschland sucht einen Superstar. Es war in der 8. Folge bei RTL gewesen im Jahr 2011. Du hast es ja geschafft, bis unter die Top 10, ne? Dann bist du da ja, weil du zu wenig Stimmen hast, dann irgendwann ausgeschieden. Wie war der Moment für dich gewesen, wo du da auf der Bühne standst und es hieß, Norman Langen ist nicht weiter? Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich es gab ja bei uns noch die sogenannten Top 15 Shows, also letzten 15 Kandidaten.
die halt noch übrig waren, sind schon in die erste Live-Show gekommen und dann wurden in der ersten Live-Show halt direkt 5 Leute rausgewählt. Ja. Und es war für RTL, wie auch für Dieter Bohlen und auch für die Kandidaten, war es natürlich eine ganz, ganz neue Geschichte, weil keiner wusste genau, wo führt das mit dem Norman hin. Also es gab ja zu diesem Zeitpunkt noch keinen Popschlagersänger, männlichen Popschlagersänger, der überhaupt an diesem Casting teilgenommen hatte. Im Vorfeld war mal Vanessa Neigert da, die hat dann die 50er und 60er Schiene bedient, das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung. Und von daher war es für mich absolut bombastisch und eine sehr große Überraschung, dass ich ja in den Top 15 als erster auch direkt in die Top 10 gewählt wurde. Und ja, mein Ziel war es halt wirklich, durch DSDS so weit bekannt zu werden, dass ich halt tatsächlich irgendwann mit meiner Musik oder meiner Stimme meine Brötchen verdienen kann. Und dass letztendlich Deutschland, Schweiz und Österreich gesagt haben, hey, die deutsche Musik, die macht uns Spaß und wir wählen den auf den 7. Platz. Das war mal für mich dann das i-Tüpfelchen. Und ich hatte allerdings am Tag des Ausscheidens, hatte ich schon das Gefühl, dass ich gehen muss. Also es fing mittwochs, es fingen die Proben immer an im Studio, wo man alles wirklich so durchgeht wie während der Live-Show. Und da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, es wird sehr, sehr eng für dich dieses Wochenende. Und ja, mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Da sind wir dann auch wieder bei meinem Job, den ich vorher gemacht habe. Die Empathie ist auf jeden Fall ziemlich ausgeprägt bei mir. Und ja, letztendlich bin ich dann rausgeflogen und musste mich dann entscheiden. Nimmst du die Aufträge an und tingelst jetzt wirklich erstmal ein halbes Jahr durch Deutschland und machst Auftritte in der Hoffnung, dass du weiter gebucht wirst die nächsten Jahre? Oder lässt es sein und gehst in deinen Job zurück? Ich bin das Risiko gegangen und jetzt mittlerweile, ja, bin ich seit 2011 unterwegs, habe das dritte Album auf dem Markt. Richtig, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir kommen kurz nochmal zu DSDS. Du hattest ja, wie du es gerade selber schon sagtest, so als relativ erster Künstler tatsächlich versucht, auch den deutschen Schlagerbischen wieder mal so ins Spiel zu bringen. Damals hatte dir der Pop-Titan, der Dieter Bohlen, hatte dich damals in der Sendung zum Schlageronkel ernannt. Wie hast du das damals empfunden? Also es war auf den Malediven, also er hat gesagt, ich kann mich daran noch genau erinnern, da bin ich nämlich mit 2 anderen Jungs noch aufgetreten und habe Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen von Wolfgang Petri gesungen. Ja. Ja, und nach unserer Performance war er halt der Meinung, dass ich wohl der Schlageronkel bei DSDS bin und ich fand das eigentlich, ich fand diesen Titel Schlageronkel eigentlich relativ cool und hab den auch lange nach DSDS noch ein bisschen mitgeschleppt. Aber in diesem Moment selber war es für mich einfach nur ein Riesenlob, als ich sagte, du warst heute mit Abstand der Beste in der Gruppe. Somit hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, die Runde ist jetzt wieder weiter. Man kann das alles sehr schwer einschätzen, wenn man in dieser Situation ist. Man wird natürlich von morgens bis abends gefilmt, werden da Geschichten inszeniert, ne, um das natürlich auch für den Zuschauer interessant zu gestalten. Ja. Und muss halt nebenbei die Texte lernen und schauen, dass man sich irgendwie gut verkauft. Richtig. Und das irgendwie zu verarbeiten, ist gar nicht so einfach. Und wenn da natürlich so ein Spruch kommt, wie du bist der Schlageronkel von denen, der weiß das erstmal gar nicht einzuschätzen. Das auch auf der Malediven so, dass ich teilweise richtige Torschlusspanik hatte. Was passiert, wenn das ausgestrahlt wird im Januar? Was passiert da mit deinem Leben? Dass ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte, auszusteigen. Also es ist wirklich ja ein ganz, ganz anderes Leben. Du hattest, du hast auch heute noch dieses Merkmal, du bist immer gut gelaunt. Das hat man auch von verschiedenen Kollegen aus deiner Sparte schon gehört. Wie kommt das, dass du immer so dieser Strahlemann bist? Auch so ein bisschen Frauenschwarm, kann man ja fast sagen. Ja, also ich kann das auch schwer beschreiben. Also irgendwie bin ich meistens gut drauf und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt auch die andere Seite der Medaille kenne. Ja. Es ist ja einfach so, dass ich vor DSDS, wie gesagt, einen sehr ernsten Beruf gemacht habe. Ich meine, als ich noch als Schweizer gearbeitet habe, da war es halt auch körperlich sehr anstrengend. Morgens um 3:30 muss ich in der Werkstatt sein, weil man dann nachts aufstehen musste, kann man sich ausrechnen. Und dann hast du viele Überstunden gemacht, hast wenig Geld verdient. Also ich habe im Prinzip alle Stationen mal so durch, ja, und weiß halt, was das Leben so bringt oder vielleicht auch nicht. Und von daher bin ich eigentlich mit dem zufrieden, wie es gerade läuft. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und ja, mein Gott, also wer jammert, der jammert auf hohem Niveau, wenn man jetzt
sich jetzt gerade auch mal die ganzen Krisen so anschaut, ja, geht uns wirklich verdammt gut. Mhm. Und wenn man halt ständig anfängt rumzuheulen, dadurch wird auch nichts besser. Da gebe ich dir recht. Und das ist auch, denke ich, immer so dein Motto gewesen. Selbst wenn es mal nicht so gut lief. Ich meine, es gab genug Neider, die in deine Richtung so ein bisschen böse Sprüche, von wegen, damals zumindest beim DSDS, er ist arrogant. Das war auch der Grund, warum du ausgeschieden bist. Aber deinen Kritikern hast du es auch heute immer noch gezeigt, dass du, egal was die Leute sagen, du bist du. Und das ist auch wunderbar. Zum passenden zum Titel zu deines Albums, ne? Richtig, danke für den Room. Sag mal so, ich habe mich halt nie verstellt, ne? Ja. Und natürlich, wenn Leute mich für arrogant halten oder was, das ist ja deren Empfinden. Ich meine, ich kann jetzt von mir sagen, dass es nicht so ist. Die Leute, die das denken oder meinen, die werden das auch denken, wenn ich 100-mal sage, das bin ich nicht. Von daher, da muss man halt drüber stehen. Ne? Ich meine, Neider gibt es immer wieder und Neider zeigen einem natürlich auch, dass man genau auf dem richtigen Weg ist. Von daher immer mehr davon. Ja, vor allen Dingen auch da ist man im Gespräch, ne? Selbst unter Neidern. Ja, ja, genau. Auch das macht ihn ja irgendwo interessant. Wir gehen mal ein Stück von DSDS zurück, nochmal ein Stück zurück ganz kurz, wir tun das Thema auch gleich abhaken. Wie sieht's denn aus? Kontakt zu Dieter Bohlen heute noch da oder habt ihr euch irgendwann mal dann auseinandergelebt? Ja, tatsächlich. Also nach DSDS war es ja so, dass ich Glück hatte und Camp David mich auch als Werbegesicht genommen hat, mich gesponsert hat so ein ganzes Jahr lang. Mhm. Von daher hatten wir uns halt auch bei gewissen Events von Camp David immer wieder getroffen. Mhm. Jetzt vor ein paar Wochen hat er mir halt noch, oder hat er seinen Senf noch zu meinem Album dazugegeben. Und jetzt auf meinem neuen Album Wunderbar habe ich ja tatsächlich auch Texte drauf von Oliver Lukas, der ja unter anderem ein ganz, ganz guter Freund von Dieter ist und ja auch für Beatrice Egli Mein Herz ist brennt geschrieben hat. Ja. Von daher schließt sich da der Kreis, also man kommt immer wieder ins Gespräch oder schreibt sich hin und wieder schon mal eine E-Mail hin und her, ja. Siehst du eigentlich in Dieter Bohlen auch so ein bisschen als Vorbild? Ich meine, er hat ja wirklich viel Karrierepunkte erreicht, wo eigentlich viele Künstler auf ihn auch ein bisschen schauen. Ist das auch so deine Devise, immer mal so Richtung Dieter zu schauen? Ja, es ist natürlich schwierig. Mein Dieter Bohlen ist natürlich Songwriter, Produzent ne, und Sänger und ich muss das ein bisschen splitten. Ich bin halt kein Produzent. Ich kann meine Sachen ein bisschen vorproduzieren und nehme sie dann bei mir zu Hause auf, aber ich brauche dann schon einen ordentlichen Produzent, der da irgendwie Power reinbringt. Demnach könnte ich schon sagen, Dieter ist da so ein Vorbild, ja, also macht wirklich gute Sounds. Sängerisch gesehen, ja, ist das ja ein offenes Geheimnis, dass er nicht der beste Sänger ist, von daher ist es nicht unbedingt ein Vorbild. Aber von den Platten, die er natürlich verkauft hat, beziehungsweise von Platin Gold, ist das natürlich schon ein Traum. Also das ist natürlich ein Traum von jedem Künstler. Und wenn man da sagt, ja, da möchte ich nicht hin, dann lügt man. Würdest du heute die Entscheidung wieder machen, wenn es hieße, nur um Langen geht zu DSDS? Also angenommen, du wärst heute noch unbekannt und hättest die Auswahl heute nochmal DSDS, würdest du es machen? Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall wieder zu DSDS gehen. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, mein erster Talentwettbewerb, der war, als ich 14 Jahre alt war. Und es wurde auch im WDR ausgestrahlt und irgendwie die schlimmste Stelle, wo ich ganz, ganz schräg gesungen habe, das wurde im Fernsehen gezeigt. Und habe dann ein halbes Jahr später gesagt, du gehst wieder zu diesem Wettbewerb und diesmal zeigen, dass du richtig gut singen kannst. Und ich habe mir dann eine damalige Klassenkameradin noch mitgenommen, den Background singen sollte, damit er einigermaßen kräftig rüberkommt. Also von daher, wenn ich jetzt mal überlege, da war ich 14, jetzt bin ich 30, 16 Jahre her und mit 25 bin ich dann zum Casting gegangen und bis dato hatte sich ja auch nichts getan. Ich war in sämtlichen Projekten und Bands und man bekommt natürlich sehr, sehr schwierig in Deutschland eine Chance und von daher finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann zum Casting geht, weil es halt der letzte Ausweg ist, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen finde ich auch die Leute ganz furchtbar, das muss ich wirklich so sagen, über Casting-Teilnehmer so herziehen, weil ja nur weil jetzt irgendwie Musikanten vielleicht mal Glück hatten und auf einen anderen Weg entdeckt wurden, ja, ist es doch relativ oder ganz, ganz klar eine Ausnahme. Und es gibt halt die Castings, um sich bekannt zu machen. Und daher, warum sollte man das nicht nutzen? Ich meine, die ganzen Kritiker, die irgendwie über Casting-Teilnehmer irgendwas zu erzählen haben, die sollen sich erstmal in die Situation der Casting-Teilnehmer begeben. Und dann werden sie ganz schnell feststellen, dass das, was zum Beispiel ein DSDS-Kandidat im Laufe der Casting-Monate alles abreißt und leisten hat, kein Pappenstiel ist.
Nun ist es ja auch so, dass, wenn wir nochmal gerade beim DSDS-Thema sind, es sind ja doch einige Künstler, wir tun jetzt auch gerne mal die Beatrice Egli aus der Schweiz nochmal mit hervorheben, auch die hat ja nur Erfolg mit der deutschen Musik oder mit der deutschen Schlager-Disco-Fox-Musik, ne? Es zeigt ja doch schon, also ganz so unbedeutend ist ja DSDS dann irgendwo doch nicht, oder allgemein diese Gesangswettbewerbe. Es gibt auch genug andere bei konkurrenten Sendern da, es ist schon irgendwo, ne, eine Marke, aber es gibt heute Leute, die sagen, es ist ausgelutscht, die Leute haben keine Chance mehr, aber ich denke, es zeigt dann doch am besten Beispielen, dass es nie so ist. Ne? Das Problem ist natürlich auch, dass im Vorfeld bei den Castings natürlich auch ganz viel Kamerafutter gezeigt wird. Ja, ich meine, da werden die ganzen Leute gezeigt, die sich die Kopfhörer anziehen, ihre Töne nicht hören und dann wirklich schräg singen oder ihr einfach irgendwas Komisches auf dem Pult der Jury am besten noch tanzen. Und das ist natürlich das, was das Niveau absolut in den Keller schmeißt, ist klar. Ja. Aber wenn man als DSDS-Teilnehmer ein klares Ziel hat und das wirklich ernsthaft irgendwie muss, Musik was erreichen zu wollen und an sich arbeitet, dann kann man wirklich den Absprung schaffen. Und Beatrice Egli ist das beste Beispiel, dass die halt tatsächlich gewonnen hat und am Ball geblieben. Ja, die meisten DSDS-Kandidaten, die fliegen bei DSDS raus und denken, jetzt war ich bei Deutschlands größter Castingsendung und bin jetzt der Megastar. Nein, das habe ich auch vor 2 Jahren bei den Greenhorns gesagt, da haben wir was gedreht für die letzten Kandidaten. Ich glaube, das war Luca Henny Staffel, genau, mit Daniele und den Jesse. Und da sollten wir uns auch mit denen unterhalten. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe da ganz klar gesagt, Leute, diesen Erfolg, den ihr jetzt in der DSDS-Arena habt, wo euch 1250 Leute zujubeln und feiern, das funktioniert draußen nicht, weil draußen werdet ihr auf Bühnen stehen, ja, wo auch Leute vor der Bühne stehen, die keinen Bock auf euch haben. Und dann gilt es zu überzeugen und eure Musik trotzdem an den Mann zu bringen und dann letztendlich von der Bühne zu gehen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und wenn ihr dann 1 oder 2 Leute überzeugt habt, ja, dass die sagen, ey, so scheiße fand ich den DSDS-Hampelmann doch nicht, dann habt ihr schon das erreicht, was ihr erreichen müsst. Und die meisten, ja, die können damit leider nicht umgehen. Ich meine, auch ich bin bei DSDS rausgeflogen und hatte die ersten 2 Jahre teilweise Auftritte, wo die Leute mich überhaupt nicht ernst genommen haben, wo natürlich auch irgendein Mist gerufen wurde oder so, aber da geht es dann drüber zu stehen und einfach sein Ding durchzurocken. Und jetzt mittlerweile sind genau die Leute, die irgendein Mist gerufen haben, ja, mit welchen meiner größten Fans. Also man muss halt gucken, dass man wirklich die Leute überzeugt, und es ist leider nicht einfach, klar, aber wenn du das einmal hinter dir hast und so eine Fanbase aufgebaut hast, die dich wirklich in guten wie in schlechten Zeiten unterstützen, dann kannst du wirklich stolz sein. Definitiv. Und wenn wir jetzt schon gerade bei stolz sind, du hast es vorhin auch schon gesagt, 3 Alben hast du bisher produziert, ja. Das Debütalbum Pures Gold, ja, das war ja wie gesagt ein sehr erfolgreiches gewesen. Das hatte ich auch gleich in Verkaufscharts auf Platz 11 hochgeworfen. Dann hast du das zweite Album, 100% Nurment, das war 2013, und dann das jetzige, das dritte, das ja seit 6. März diesen Jahres erhältlich ist, mit dem Titel Wunderbar. Das ist doch eigentlich schon, ne, wenn man die Jahre zurück betrachtet, schon eine Menge Erfolg, die man vorzuweisen hat, ne? Es ist auf jeden Fall super. Also ich mache das natürlich megamäßig stolz. Ich meine, das muss man natürlich sagen, bei dem ersten Album, da war natürlich der Chart-Eintritt in den internationalen Chart auf Platz 11 bombastisch. Aber es war natürlich auch noch dem DSDS-Hype zu verdanken, ist ganz klar. Ich meine, ich war auf Platz 11, Linkin Park war auf Platz 10. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich schon der Wahnsinn. Ja, und dann 2 Jahre später, da ging es dann wirklich, da musste man halt wirklich selber überzeugen, das war genau die Schonfrist war vorbei. So, jetzt kam das Album auf den Markt. Mal gucken, wo der Junge denn in den Charts einsteigt. Das war dann auf Platz 45 der internationalen Charts, wo ich auch sagen muss, okay, welcher Schlagersänger steigt auf Platz 45 der internationalen Charts ein, war auch ganz cool. Aber das hatte ich da wirklich meinen Fans zu verdanken, die sich da wirklich schon, ja, als meine festen Fans etabliert hatten, die gesagt haben, hey, wir finden den super, und auch wenn er 2 Jahre nichts Neues rausbringt, wir sind da und wir kaufen die Platten, wir finden den gut. Und das hat mich natürlich, ja, wiederum stolz gemacht, ja, dass ich wirklich so geile Fans habe, das muss ich einfach mal so sagen, dass sie mich wirklich so unterstützen. Ja, und jetzt das dritte Album hat ja wieder 2 Jahre auf sich warten lassen, ja, und da bin ich wieder 2 Plätze besser eingestiegen, auf Platz 43 der internationalen Charts. Und das zeigt mir, dass die Leute, dass sie das für mich unterstützen, ne? Also ich sag da schon mal Danke nach da draußen, dass sie mich so unterstützen.
ich denke, das wird auch so schnell der Hype nie abnehmen, weil wie gesagt, du hast es jetzt schon innerhalb von diesen 4 Jahren, die du jetzt da von DSDS weg bist, eigentlich gezeigt. Nur jetzt eine Frage, die sich gerade mir nochmal stellt, du hast ja gesagt, DSDS hat dir jetzt nie geschadet und du bist doch froh, dass du dort warst, aber stört das nie auf die Dauer, wenn man irgendwie immer wieder mit DSDS verbunden wird, obwohl du jetzt schon 4 Jahre da weg bist, weil in jeder Zeitung, Fernsehen kommt immer wieder der Spruch, DSDS-Kandidat Norman Langen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, das nervt, ja, oder? Ja, also ich muss sagen, nerven tut es jetzt so nicht. Mhm. Also, kommt drauf an, in welcher Situation. Es gibt natürlich manchmal so Sachen, da finde ich das ziemlich unpassend. Mhm. Aber meistens, mein Gott, kann ich damit leben. Ich bin bekannt durch die größte Castingsendung Deutschlands, DSDS, Deutschland sucht einen Superstar. Mhm. Unsere Staffel hatte noch eine Einschaltquote von über 6 Millionen Zuschauern am Wochenende. Ja. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Und die Leute, klar, die haben mich natürlich durch diesen Satz, er ist bekannt durch DSDS, ach ja klar, der Schlagersänger, bin ich bei den Leuten auf dem Schirm, ne? Richtig. Obwohl es sich wirklich schon, also es ist schon besser geworden, ne? Das erste Jahr war natürlich ganz schlimm, zweite Jahr war auch noch krass, aber jetzt mittlerweile, also ich mache das immer davon aus, wenn die Leute mich anquatschen oder man ist ja schon mal unterwegs, erkennen die Leute ein und am Anfang war das immer so, hör mal, ist das nicht der von DSDS? Und jetzt mittlerweile höre ich immer öfter, hör mal, ist es nicht der Schlagersänger? Mhm. Da merkt man schon, jetzt langsam begreifen die Leute, er ist jetzt ein eigenständiger Künstler als Schlagermusik, ist der Schlagersänger. Also es etabliert das heißt sich... nicht mehr, das ist der von DSDS. Also es etabliert sich langsam die Marke, wie es ja eigentlich sein soll, Norman Langen, ja? Du hast gerade gesagt Schlagersänger, genau. Das ist nämlich der nächste Punkt, wo wir jetzt mal hingehen. Du bist ja niveaus in Deutschland unterwegs, du bist auch in Österreich und in der Schweiz und natürlich auch auf Mallorca. In Mallorca gibt es ja den König, den Jürgen Drees, den wir auch schon hier im Interview hatten. Wie verträgt sich das? Hast du irgendwie guten Draht zu Jürgen Drees oder sagst du eher, ach nö, das ist ein netter Kollege, aber mehr auch nicht? Ja, also Jürgen Drees und ich, wir verstehen uns bombastisch. Wir haben jetzt letzte Woche auch wieder was für den MDR aufgezeichnet, waren im gleichen Hotel und haben morgens natürlich erstmal 1,5 Stunden, 2 Stunden gequatscht, bevor es dann irgendwie losging. Ja. Also wir verstehen uns sehr gut, das zeigt ja auch schon ganz klar unser Duett, was wir aufgenommen haben auf meinem ersten Album. Ich baue dir ein Schloss, haben wir als Duett schon aufgezeichnet. Mhm. Und hatten auch mehrere Fernsehauftritte beim ZDF, die Silvestershow zusammen mit ein Schloss oder beim MDR. Oder beim Ballermann, bei dem Ballermann jetzt auf RTL 2, jetzt mittlerweile gibt das ja gar nicht mehr. Also wir verstehen uns super, also jetzt 70 geworden ist und in Berlin seinen 70. gefeiert hat, da war ich auch als Überraschungsgast da und bin dann auf die Bühne gesprungen, haben zusammen gejammt. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Draht. Ja, und wir sind auch, welche der wenigen Künstler, die halt nachts in der Mega-Arena auf Mallorca auftreten, die meisten sind alle oben im Megapark vor 0 Uhr. Wir sind diejenigen, die nach 0 Uhr da unten stehen. Und das verbindet natürlich auch nochmal. Und ich sehe den Jürgen als einen ganz, ganz tollen Menschen an, einen super Mentor. Und über den lasse ich nichts kommen. Ja, der ist auch ein sehr, sehr netter und erfahrener Mann vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, er hat es auch in dem Interview so ganz nett gesagt gehabt, normalerweise müsste er es nicht mehr machen. Aber er hat auch in unserem Interview so schön gesagt gehabt, er macht es, weil er es will, er hat die Power. Und ich habe dann auch exquisit nachgefragt, wie lange machst du deine Karriere weiter? Und er hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass es so lange geht, dass er im Notfall auch die Ramona am Grab besingt. Also sprich, Ramona besucht ihn am Grab und er singt immer noch. Also soweit hat er schon... Er ist wirklich ein sehr, sehr netter, ich sage jetzt hier mal... Er ist halt auch ein Echter, ne? Und der macht halt einem nichts vor. Der sagt es halt auch frei raus, wie es ist, ne? Richtig, so sieht's aus. Wie gefällt dir der Mallorca-Markt allgemein? Es ist ein sehr schwerer, also für die einen Künstler ist es leicht zwar reinzukommen, aber es ist auch sehr schwer, sich dort lange zu halten. Das schaffen auch nicht viele Künstler. Da bist du auch einer von wenigen, die das schon eine relativ lange Zeit jetzt dort halten können, ja? Ohne dort irgendwie langweilig für die schwierigen Veranstalter Fans zu werden. Oder für die Veranstalter, richtig. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Publikum. Wenn die einen leiden können, ist der Künstler dort weg. Ne? Das ist ja der Ruf. Von Ballermann. Ja, also ich bin jetzt seit 2011 bin ich halt wirklich jedes Jahr mit dabei, habe aber auch das reduziert. Ich war die ersten 2 Jahre war ich ja wirklich auch jede Woche da.
Ja. Und jetzt letztes Jahr war ich nur 8-mal da, dieses Jahr nur 5-mal. Also mittlerweile ist es schon so, dass ich mir so die schlageraffinen Seiten raussuchen kann. Ja. Jürgen ist jede Woche da, genau. Das lässt er sich auch nicht nehmen. Richtig. Ja, und ich bin jetzt dieses Jahr 5-mal da vertreten. Ja, woran es jetzt liegt, keine Ahnung. Also das ist halt, ich denke, weil die Musik da einfach läuft und weil die Leute einfach merken, dass ich mich nie verstellt habe. Ja, also ich meine, wenn du dich dann nachts um 2 oder um 2:30 auf die Bühne stellst, dann muss man halt damit rechnen, dass der ein oder andere natürlich gut eine in den Fitz hat. Aber deswegen fahren die Leute ja dahin. Ne? Also die fahren dahin, um Spaß zu haben, um Gas zu geben, machen da vielleicht auch mal ein paar Sachen, die sie sich so privat oder im Alltag niemals erlauben würden. Und von daher muss man den Leuten auch schon mal nachsehen, ja, wenn sie vielleicht morgens um 2 oder um 2:30 nicht mehr ganz so frisch aus der Wäsche schauen. Es ist dann halt wirklich auch eine Einstellungssache, ne? Wie du damit umgehst. Ne? Richtig. Nimmst das Publikum so an und baust sie mit in dein Programm ein und hast einfach Spaß mit denen oder gehst du direkt auf Distanz und bist froh, wenn du gleich wieder weg bist, wovon ich absolut abraten kann, weil dann wirst du da überhaupt nicht gar keinen Fuß fassen können. Das stimmt. Nur ist es ja so, dass leider der deutsche Schlager eigentlich in den meisten Radios überhaupt keine Zukunft mehr hat. Wie siehst denn du das? Ich meine, du bist ja nur ein Künstler, der auf sehr hohen Level mittlerweile die Schlagersongs oder auch die Lieder macht. Aber wie würdest du dir was wünschen vielleicht? Ich meine, es gibt viele Künstlerkollegen, die tun schon relativ lange Zeit sagen, der deutsche Schlager verliert immer mehr an Wert. Aber was kann man dagegen tun, deiner Meinung nach? Ja, ist lustig. Ich habe jetzt heute Morgen habe ich noch einen Bericht gesehen, wo festgestellt wurde, dass jetzt diese Woche irgendwie erstmalig seit, ich glaube, im Jahre 85, ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder seit den 80ern auf jeden Fall, erstmalig in den internationalen Charts, ja, die ersten 10 Plätze von Deutschen belegt sind. Ne? Und das zeigt ja eigentlich schon, wo der Trend hingeht. Mhm. Das Problem ist einfach nur dieses Schubladendenken in Deutschland. Mhm. Ja, Schlager ist gleich verstaubt, Schlager, ne, würde man jetzt sagen, Norm Lang macht deutsche Popmusik, wäre das schon wieder anders. Mhm. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir es so machen wie in Frankreich. Ja, dass es da wirklich ja, einen gewissen Prozentsatz gibt, ja, wo man halt deutsche Musik spielen muss in unserem Radio. Der Meinung wäre ich auf jeden Fall. Und dass der Schlager immer weniger vertreten ist, halte ich für ein Gerücht. Im Radio vielleicht, aber nur weil halt irgendwelche Redakteure meinen, sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen, und dabei ignorieren sie völlig das Volk, weil das Volk, das sieht man halt zum Beispiel bei den Olé-Veranstaltungen, da sind einfach mal 30.000 bis 40.000 Zuschauer, die auf Schlager stehen und die Texte mitsingen. Und ich meine, ich habe 120 Auftritte im Jahr mit meiner Schlagermusik und ich glaube, die Zahlen sprechen ja schon Bände. Definitiv. Also ich meine, bei uns im Sender, wir spielen auch die Schlager und auch die Disco-Fox-Songs sehr, sehr gerne, und deswegen ist es auch schön, dass du auf jeden Fall heute hier bist. Also da muss man schon sagen, auch diese Meinung mal von dir zu hören. Es gibt Künstler, die wollen auch gar nicht irgendwie mehr diesen Radiomarkt betreten, sondern die sagen, nö, ich lebe eher lieber von den Live-Konzerten, das ist mir näher, und Radio ist mir egal. So gab es auch schon Aussagen von gewissen Künstlern. Ja. Nein, also sagen wir mal so, ich finde Sender wie ihr seid, finde ich natürlich bombastisch, dass ihr unterstützt, ja, und mit euch zu quatschen macht ja auch Spaß. Man ist ja auf einer Wellenlänge, man liebt ja quasi gleiche Musikrichtung auch, ne? Ja, richtig. Die Sache ist nur die, dass viele Kollegen, und das kann ich verstehen, da muss ich sie ein bisschen in Schutz nehmen, dass ihr einfach, dass das Radiogeschäft nicht mehr auf dem Sockel steht, wie es mal war. Das sonst stimmt. Hat man sich überschlagen, um wirklich irgendwie ein Radiointerview zu ergattern und so weiter und so fort. Richtig. Aber das tut man nicht mehr, weil das Radio tut ja auch in wenigen Ausnahmen wie hier wirklich was für die Künstler. Mhm. Und das ist klar, dass sie dann sagen, hör mal, also meine Kohle kommt durch mein Live-Geschäft. Mhm. Wenn ich jetzt keine Live-Auftritte machen würde, durch die Tantiemen, so wenig wie ich gespielt werde, würde ich ja meine Brötchen gar nicht verdienen können. Verständlich, ja. Und deswegen ist das Live-Geschäft für uns das Wichtige und Radio erst zweitrangig. Wichtiger ist da wieder TV, damit die Leute einen sehen und ein Gesicht zu dem Namen haben. Richtig.
Jetzt sind wir mal beim Thema Auftritten. Du hast ja auch nie sehr wenige Auftritte. Das kann man auch auf deiner Facebook-Seite, auf deiner Webseite norman-langen.de sehen. Da hat man auch diesen Link direkt gleich ganz oben, wo Termine dasteht. Du hast auch einen sehr gefüllten Plan. Wie verträgt sich das im Ganzen mit der Freizeit? Also ich kann mir vorstellen, dass du auch irgendwann mal so ein bisschen genug hast von der Musik und einfach sagst, ich will halt einfach mal Mensch sein und mit meiner Frau irgendwo hingehen. Hast du so eine Momente? Ja, also ich schaffe mal und schon frei. Ich meine, es ist ja meistens so, dass Ende des Jahres oder Anfang des Jahres nochmal ein richtiger Schub kommt für das laufende Jahr. Das ist aber völlig normal, das haben wir jetzt mittlerweile auch so kennengelernt. Und da muss man sich halt schon im Vorfeld im Klaren sein, möchtest du dieses Jahr irgendwas machen, ja oder nein. Und zum Beispiel meine Partnerin und ich, wir machen das so, dass wir im Prinzip jedes Jahr sagen, für nächstes Jahr, Ende November, Anfang Dezember, kannst du 10 Tage bloggen, dann sind wir 10 Tage weg. So ist es auch dieses Jahr, weil ich mache keine Après-Ski und von daher habe ich da halt auch relativ wenig zu tun. Also kann ich mir die 10 Tage ruhig mal Auszeit nehmen. Donnerstags ist es meistens so, in der Woche, da ist dann wirklich ein Saunatag. Ja, also es ist ganz selten, dass ich in der Woche Donnerstags was mache, weil da heißt es wirklich dann ab 10 Uhr morgens bis abends, da bin ich in einer schönen Saunalandschaft in Holland und entspanne mich da einfach. Ne? Ja. Nur sie, das ist meine Partnerin dabei, oftmals leider nicht, weil sie selber beruflich unterwegs ist. Aber so muss man natürlich schon planen. Es ist anders wie vorher. Vorher hatte ich meinen Dienstplan und wusste ganz genau, für den kommenden Monat hast du dann und dann Spätdienst, dann und dann Frühdienst, dann und dann Mittag. Und das ist jetzt natürlich anders. Ne? Richtig. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat und das alles plant, dann ist das alles gar kein Thema. Also wie du sagst selber, man gewöhnt sich dann dran. Aber gibt es so eine Zeitschiene, wo du sagst, ich mache jetzt noch so und so lange Musik oder sagst du dir, ich mache so lange Musik, solange mich die Fans noch aushalten können? Mal salopp gefragt. Ja, also jetzt momentan könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aufzuhören. Es ist ja so, so Ende November, Dezember, Januar, das ist ja so die Zeit Februar noch dabei, wo es wirklich weniger zu tun gibt. Also die Open Airs sind nicht da, die Schlagerfeste, die machen sich da ein bisschen rar in dieser Zeit und da merke ich auch, boah, also jetzt langsam möchten aber wieder auf die Bühne. Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir ja wirklich ein tolles Programm aufgebaut. Ich bin ja mit 2 Tontechnikern unterwegs, die mich abmischen, weil ich mir vorbehalte, alles live zu singen, egal wie spät oder wie früh es ist und egal wie oft ich schon gesungen habe in dieser Woche, alles live zu singen. Deswegen habe ich die Jungs schon dabei und meistens auf großen Bühnen 4 Tänzerinnen, ne, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. Wir arbeiten jetzt auch schon im 3. Jahr zusammen. Und es macht einfach Spaß, mit der Truppe unterwegs zu sein. Zum Beispiel vor 2 Wochen hatte ich 6 Tänzerinnen sogar mit dabei. Heißt, mein Team schon alleine umfasste 7, 8, 9 Leute. Mit mir waren wir 10 Leute. Und wenn du mit 10 Leuten unterwegs bist, dann macht natürlich Spaß. Und wenn du dann auf der Bühne stehst und da live noch richtig rocken kannst mit dem Publikum und die Spaß oder richtig Spaß an dir haben, dann fehlt dir irgendwie was. Und momentan könnte ich mir nicht vorstellen, wirklich zu sagen, so jetzt noch 10 Jahre, dann ist Ende. Könnte ich mir nicht vorstellen. Man muss ja auch mal so sehen, ne? Wenn man normal arbeiten geht, muss man auch bei 67 arbeiten. Das und stimmt, so lange möchte ich Minimum auch arbeiten. Na, dann schauen wir mal, ob du vielleicht Jürgen Drees vielleicht sogar übertrumpfst zeitlich. Kennst du eigentlich die Band, die Pudis? Sind die dir im Begriff, die Jungs? Ja, natürlich. Die haben ja auch schon mit dem Jürgen zusammengesungen. Genau, die haben mit mir auch gestern ein nettes Interview gemacht. Auch da ist ja jetzt leider die Rockerrente da. 46 Jahre musikalische Karriere haben sie hinter sich. Gehören ja auch mit zu Deutschlands erfolgreichsten Bands, auch wenn sie aus dem Osten kommen. Aber sie haben ja nach der Wende einen guten Sprung gemacht. Und auf jeden Fall. Ist schon sehr phänomenal. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass du genau dich an solchen Künstlern ein bisschen versuchst zu messen, oder? Wo du sagst, die sind sehr lange im Musikgeschäft. Den kann man sich vielleicht das eine oder andere noch abschauen. Du hast von uns mit Jürgen Drees schon gesagt, oder mit Dieter Bohlen so ein bisschen. Ja, aber kann ich mir vorstellen. Das sind ja so ein bisschen so Vorzeigebilder, wo du sagst, ja, das passt. Es gibt natürlich die Kollegen und die Kollegen. Wie die Buddys oder beziehungsweise Jürgen Drees ist natürlich ein absoluter Traum. Aber ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche, ich moderiere ja auch einige Sendungen für Sat.1 Gold. Letzte Woche haben wir 2 Sendungen aufgezeichnet, wo ich auch als Künstler und Moderator fungiert habe. Und da
ja, da sieht man halt auch so den ein oder anderen Künstler, der seit Jahren im Geschäft ist. Mhm. Und die Leute, die wirklich die sich jahrelang halten, das sind wirklich die normalsten. Richtig. Und komischerweise die Kollegen, die selbst ich in der kurzen Zeit, wo ich im Geschäft bin, ja, die einfach mal kurz aufgeflammt sind und dann wieder weg vom Fenster waren, das sind die, die irgendwie ja, im Background rumlaufen, als wären, hätten sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und das ist genau der falsche Weg. Ne? Also die Leute, die sich wirklich lange halten, das sind die, die geradeaus sind und die sich etwas stellen. Ne? Richtig. Aber wenn du anfängst, da irgendwie so eine Traumwelt aufzubauen, dann verlierst du auch an Respekt. Und ich habe auch tatsächlich den ein oder anderen älteren Künstler, der schon seit Jahren im Geschäft ist, gesehen, der teilweise von den Kollegen dann irgendwie geschnitten wird oder gemieden wird, weil er sich einfach ja absolut daneben benimmt. Gibt es denn auch untereinander irgendwo unter gewissen Kollegen so ein bisschen Neid? Also Leute, wo du mitbekommst, die sind ein bisschen neidisch auf deinen Karriereweg bisher? Gibt es da jemanden? Du musst ja keinen Namen nennen, aber vielleicht einfach so sagen, ja, nein. Also ich muss feststellen, dass das unter uns Männern eigentlich relativ selten ist. Mhm. Natürlich gibt es da den einen oder anderen, da merkt man schon, da hört man auch und kriegt man ja Sachen mit, die erzählt werden oder was eine Person vielleicht gesagt hat. Aber das sind meistens auch die Leute, die irgendwie auf der Stelle stehen bleiben und mehr damit beschäftigt sind, andere Leute durch den Kakao zu ziehen, anstatt an sich zu arbeiten, damit sie irgendwann auch mal da sind, wo die Person gerade steht, die sie gerade durch den Kakao ziehen. Und man bekommt das natürlich schon mit, klar, aber unter uns Männern ist das wirklich so ein kleiner Bruchteil. Ja, da sind die Frauen schon wesentlich schlimmer. Also da bekommt man schon wesentlich mehr mit. Ne? Also, wo wir dann wirklich mit Augenzwinkern stehen und darüber und das alles ein bisschen belächeln, da gehen die Frauen schon ein bisschen anders ab. Aber ich denke, dass ich, ja, mein Gott, also ich halte mich an sowas gar nicht auf. Ich gucke immer nur auf mein Team und mich. Und ich freue mich auf die Kollegen, die ich mag und die Kollegen, die ich nicht mag. Das ist wie in jedem anderen Beruf ist das auch so. Man arbeitet mit dem einen besser zusammen, mit dem anderen nicht. Ja, mit denen muss ich mich ja nicht auseinandersetzen. Ne? Das stimmt. Also ich mache mir da das Leben überhaupt nicht schwer. Das ist mir sowas von Schnuppe. Also entweder mag man mich oder lässt es halt sein. Wunderbar gesagt. Sehr gut gesagt. Ja. Jetzt frage ich mich, wie sieht es denn jetzt in der Zukunft aus? Was hast du denn jetzt noch so geplant? Kann man jetzt in nächster Zeit mit einem neuen Album schon wieder warten? Oder wird es wieder so werden, wie es mit den anderen Alben war, erst in 2 Jahren? Also da gehe ich jetzt nicht von aus. Ich habe ja die Plattenfirma gewechselt, bin ja jetzt von Koch Universal zu Sony gewechselt. Und eigentlich sollte sollten wir jetzt schon fast wieder in der Produktion des zweiten Albums sein. Mhm. Also das zweite Album bei der Sony. Ja, allerdings war die Zusammenarbeit mit Matthias Reim und mir ja so intensiv, dass wir uns da echt Zeit gelassen haben. Jetzt ist ja das Album erst im März erschienen, von daher haben wir da noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben tatsächlich jetzt letzte Woche beim MDR, bei der MDR-Aufzeichnung waren auch einige Leute der Plattenfirma da. Und wir haben viele gute Ideen, die wir hoffentlich auch alle so umsetzen können. Ja, und ich denke, dass wir so Ende diesen Jahres schon anfangen werden, wieder in die Produktion zu gehen, beziehungsweise ja, schon mal Texte einzuholen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich denke, das wird man auf jeden Fall nicht verpassen, wenn man denn auf meine Homepage geht, norm-langen.de oder einfach Facebook, ne, facebook.com/normenlangen. Da steht eigentlich immer alles drauf, was man so braucht an Informationen, wenn man denn Interesse hat. Definitiv. Lohnt sich auf jeden Fall zu liken. Ich habe es auch gemacht und es ist sehr interessant, weil da gibt es auch immer mal wieder Backstage-Videos von dir zu sehen. Also das lohnt sich definitiv auch da einfach mal, wenn gerade nichts von dir irgendwo aktuell auf dem Markt ist, da gibt es trotzdem immer irgendwas von dir irgendwo zu sehen, ne? Genau, richtig. Das macht es auch interessant. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, wo die Fans von dir sagen, hey, Norm Lang, der ist cool, den kannte ich bis heute noch nicht. Soll es auch geben? Ne? Ich meine, manchmal dann trifft man vielleicht den Künstler oder man trifft erst den Geschmack, wenn man den mal wieder gehört hat. Vielleicht haben wir heute in der Sendung sogar mit deinen Songs, die wir ja auch gespielt haben, den oder anderen neugierig gemacht. Wie kann man denn jetzt zu einem Autogramm zu dir kommen? Zum Autogramm, also die Adresse steht auf meiner Homepage, aber ich kann es auch nochmal durchsagen. Und zwar, Autogrammadresse ist einfach Norman Langen, Postfach 1205 in 52527 Übach-Palenberg. Ja, .de wollte ich schon sagen. Übach-Palenberg. Da einfach was hinschicken mit einem Rückumschlag und ich versuche mich zu bemühen, relativ schnell zu antworten. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt immer so umdrehe, auf meinen Schreibtisch schaue, ich glaube, da liegen auch schon seit 3 Wochen ein paar Briefe. Ich komme nicht aus der Puschen, aber ich schaffe es. Also irgendwann wird auf jeden Fall eine Autogrammkarte ankommen. Also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, du kümmerst dich tatsächlich selber um die ganzen Autogramme und auch Fanpost belangen?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, es geht natürlich schneller, wenn ich jetzt viele Briefe habe von Leuten, die jetzt einfach nur ein Autogramm haben möchten. Ne? Aber ich habe halt auch viel Post, wo ich wirklich antworte und deswegen dauert es hin und wieder schon mal ein bisschen länger. Mhm. Aber das behalte ich mir halt vor. Mhm. Und ja, also die Fans, die das schon kennen, die wissen, dass auf jeden Fall Antwort kommt. Aber es kann natürlich durchaus eine Zeit lang dauern. Jetzt letzte Woche war ich von Mittwochs bis sonntags morgens waren wir unterwegs. Mhm. Und da kann ich natürlich die Post nicht abholen. Das liegt jetzt natürlich alles hier, es hat sich angesammelt. Mhm. Aber wie gesagt, das kriegen wir hin. Ja, ich weiß ja nicht, ne, was sie eingeschmissen haben und was nicht. Ja, ja, das stimmt. jetzt gehen wir gerade noch was durch den Kopf. Ja? Also wie gesagt, man merkt ja, du machst vieles selber. Also du versuchst auch ein bisschen vieles selber zu entscheiden. Auch ebenfalls, dein Manager ist ja auch gleichzeitig dein Papa. Gibt es ein paar Worte, die dir vielleicht Richtung deinem Papa mal sagen würdest wollen, so als Bemerkung oder als Botschaft? Magst du sowas mal sagen? Wenn ja, hast du gerne die Möglichkeit, dir was rüberzubringen. Ja klar, also mein Vater, der hat mich ja nach DSDS, hat er mich ja wirklich von Anfang an begleitet, war bei fast jedem Auftritt mit dabei und es war ja letztendlich dann auch die Entscheidung, ja letztes Jahr zu sagen, hör mal, du hattest jetzt zwei verschiedene Manager, warum lässt das nicht einfach dein Vater machen? Der hat mittlerweile genau die Kenntnisse, er schreibt die Verträge, er verhandelt gut, ja, du bist ja Beamter im Ruhestand, kann man ja mal so sagen, also kennt sich auch mit den ganzen Paragraphen und so ein Zeug aus und er ist wirklich, ja, mein bester Freund mitunter und über den lasse ich nichts kommen. Also wenn der Kalle das hören sollte, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich möchte dich nicht missen. Ich sage natürlich auch Danke an der Stelle zum Kalle, weil er hat uns das möglich gemacht, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander zu telefonieren und das Interview zu machen. Weil er ist ja, wie ich schon sagte, dein Manager. Ne? Er tut dann auch gucken. Der ruft dir an oder wer macht eine Anfrage und fand ich auch sehr nett. Der war auch ein sehr netter, also muss man schon sagen, oder ist ein sehr netter. War das Ding, dass wenn jemand nicht mehr da wäre. Um Gottes Willen. Ist er. Und er macht wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Ja, ja. Und es ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn man jetzt zum Beispiel eine Release-Party feiert mit fast 1000 Leuten dieses Jahr. Matthias Reim kam vorbei, andere Künstler sind noch aufgetreten mit Pyrotechnik, mit einem Zirkus-Space, was wir haben aufstellen lassen. Hat alles eher in Eigenregie geplant. Und also ich frage mich, wie er das immer wieder macht, aber ich danke dafür auf jeden Fall. Das hast du ganz lieb gesagt. Wir kommen noch mal ganz kurz zum Thema Musik. Ne? Wir haben jetzt so ganz viel über dich erfahren. Was mich jetzt mal persönlich noch interessieren würde, wie sieht es denn aus mit Nachwuchskünstlern? Gibt es da so Leute, wo du sagst, die unterstützt, oder gibt es Leute, wo du sagst, ja, die machen gute Musik, haben es aber bisher leider noch nicht so ein bisschen nach oben geschafft. Gibt es da irgendwie Künstler? Also so im Nachwuchsbereich? Ja, also es ist so, dass es zum Beispiel bei uns in der Ecke, ja, bei meinen, ich meine, ich muss das so erklären, die letzten 3 Jahre habe ich Fangeburtstage gefeiert. So wie ich das dieses Jahr auch gemacht habe, nur verbunden mit meiner Release-Party, habe ich das in den letzten Jahren zuvor auch gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich auch einen Aufruf gemacht, hey, wer hat denn Lust, mal vor einem größeren Publikum aufzutreten mit toller Technik, toller Bühne? Und da ist es dann so, dass ein paar Leute aus Überfallenberg dann natürlich auch aufgetreten sind. Und ich halte es einfach für wichtig, weil genau das ist ja das, was ich eben noch kritisiert habe, dass man in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr eine Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren. Richtig. Und ja, wenn wir so einmal die Bühne stehen haben und die tolle Technik, weil ich da auftrete, ja, dann wird das Programm ja eigentlich nur noch dadurch bereichert, wenn halt wirklich Newcomer auf der Bühne stehen und da mal Rabatz machen und zeigen, hey, hier sind wir, so kann es laufen. Und ich halte das für sehr wichtig, den Nachwuchs zu fördern. Ja, ganz klar. Jetzt habe ich auch einen Nachwuchskünstler, den ich persönlich auch sehr gut empfinde und er macht auch wirklich, wenn er Auftritte hat, sehr das Publikum wirr. Du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt im vergangenen Jahr die Fans aufgerufen oder beziehungsweise Künstler aufgerufen, bei deinem Geburtstag was mit aufzutreten. Wird das beim nächsten Geburtstag auch wieder so sein? Oder weißt du das noch nicht? Ja, mit Sicherheit. Wir müssen jetzt gucken, weil jetzt bin ich 30 geworden. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, dass ich nächstes Jahr diese Fangeburtstage nicht mehr mache. Aber dass wir dafür eventuell in 2 Jahren eine ganz andere Geschichte planen, worüber ich aber noch nicht zu viel verraten darf. Anfrage von Kalle. Dann sind wir mal gespannt. Vielleicht ist er dir auch schon im Begriff. Wir bleiben mal kurz bei dem besagten Künstler. Nennt sich Jason Schwegerath aus Gelsenkirchen. Hast du von dem schon mal was gehört?
Der Name sagt mir jetzt so nichts. Der sagt dir so nichts. Kannst du ja gerne mal, ich kann dir ja nachher, wenn wir fertig sind, nochmal gerne einen Link geben, kannst du dir ja gerne mal anhören. Vielleicht hast du ihn irgendwo schon mal gesehen. Bitte. Und dann werde ich es wahrscheinlich hören und sagen, ja klar. Weil ich muss sagen, Namensgedächtnis gleich null. Das ist auch so ein Ding, was Jürgen Drews und ich uns teilen. Ja. Das ist da ein bisschen schwierig. Das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt würde ich dir zum, also als letzte Frage habe ich noch eine Frage an dich. Gab es bisher in deiner, wir sagen mal, langen Karriere, weil manche Künstler haben nun mal nie die Möglichkeit, 4 Jahre irgendwo eine Bühne zu betreten. Gab es in deiner bisherigen Karriere irgendeinen Moment, der dir mal besonders peinlich war? Darf man da irgendwie mal dran teilhaben? Ja, also es passiert ja grundsätzlich immer irgendwas, was da peinlich ist. Also ich kann mich an 2 Situationen erinnern. Anfangs war es ja so, als ich bei DSDS rausgeflogen bin, da war natürlich meine Gage nochmal eine ganz andere wie die jetzige. Mhm. Und da habe ich noch meine, ich habe 3 Schwestern, habe ich 2 von denen mit auf die Bühne genommen als Tänzerinnen. Ich habe gesagt, ihr braucht euch nur ein bisschen nett zu bewegen und Hauptsache es sieht nett aus und wir treten zusammen auf. Die haben sich natürlich tierisch gefreut, das Bühnenbild sah toll aus. Mhm. Ja, und ich trete ja immer mit In-Ears auf, damit ich mich gut höre. Mhm. Und meine Musik läuft an auf dem Ohr und ich singe voll Hals mit. Und auf einmal denke ich, warum guckt das Publikum mich so komisch an? Warum tanzen meine Schwestern nicht? Also war es dann halt so, dass die Leute draußen die Musik gar nicht gehört haben, mein Mikrofon aber voll aufgedreht war. Die dachten dann irgendwie, ich mache da jetzt ein A-Cappella-Konzert. Also es war ziemlich peinlich in diesem Moment. Und vor allen Dingen, weil ich mich dabei ja auch noch so bewegt habe. Die Musik habe ich ja gehört. Also okay. Und das Zweite war dann tatsächlich, das stand auch in der Bild-Zeitung im Klatsch. Da wurden sie natürlich auf mich aufmerksam. Mhm. Da bin ich von der Bühne gedonnert. Oh, ja, also es ist direkt irgendwie beim ersten Lied das Intro lief. Ich wollte vorne auf die Box gehen. Mhm. Die Boxen sind konisch zugelaufen. Das heißt, da waren so kleine Löcher und da war mein rechtes Bein auf einmal weg. Ach, und da hab ich dann festgesteckt, aber habe halt trotzdem weitergesungen und dann irgendwann konnte ich mich daraus auch befreien. Ja, und hatte dann aufgeschlagenes Bein und geblutet und es war ziemlich peinlich. Das war echt peinlich, wo ich mir gedacht habe, da wolltest du wahrscheinlich so vieles Guten. Ja, und das Ende vom Lied war ja dann auch, dass 2 Tage später die Bildzeitung anrief, ob sie denn nicht was dazu schreiben können. Wo ich dann gesagt habe, da gibt es eigentlich nichts zu schreiben, nur das ist halt so blöd, warum zu gucken, wo die Bühne zu Ende ist. Sowas passiert. Ich denke auch. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben sehr lange sehr viel von dir erfahren, auch vielleicht für bevorstehende Projekte. Bedanke mich da auch, dass du sehr offen und sehr ehrlich da viele Sachen beantwortet hast und wünsche dir natürlich im Namen auch unserer Hörer und deiner Fans weiterhin viel Erfolg für deine weitere Karriere und dass du einfach deine Ziele nicht aus den Augen verlierst und dass es halt so weitergeht, wie es im Moment ist und so lange wie möglich natürlich. Ja, vielen lieben Dank. Ich kann mich nur bedanken und ich wünsche natürlich auch noch da draußen alles Gute. Danke für die Unterstützung und es war sehr, sehr nett und wenn du nochmal Lust hast, irgendwie aus, mal aus dem Nähkästchen zu hören, dann telefonieren wir noch. Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, Norm Lang. So, jetzt sehr gerne.